Ja, moin Freunde. Heute geht es um das Thema Elektrolyse und wir schauen uns die Elektrolyse von der Zink-Bromid-Lösung an, weil man da die Beobachtung ganz gut erkennen kann und die Theorie schön einfach ist. Das Ganze ist wie folgt aufgebaut. Die Zink-Bromid-Lösung befindet sich hier in diesem U-Rohr und da tauchen genau 1, 2 Elektroden rein. Das sind im Grunde so Kohlestifte und die sind angeschlossen hier an eine Spannungsquelle. Und jetzt dürfen wir uns gleich im originalen Video anschauen aus dem Biochemie-Paradies. Beobachtungen sollen wir auch aufschreiben, die müssten wir ja wohl mitnehmen können. Tipp von mir: Achtet mal auf die Polung der Spannungsquelle. Die Spannungsquelle seht ihr rechts im Bild, hat er gerade angemacht. Polung habt ihr ja bestimmt aufgepasst. Ja, Zeitraffer schauen wir uns da an, weil in echt dauert das ziemlich länger. Der Kollege hatte sich dafür doppelte Geschwindigkeit entschieden. Was ihr jetzt seht, ist aber mehr so 20-fache Geschwindigkeit. Die beiden Beobachtungen sollten wir aber trotzdem mitbekommen. Schaut es euch nochmal eben an. Eine Beobachtung links, eine rechts. So, und wenn ihr gut aufgepasst habt, linke Seite war Pluspol bei der Spannungsquelle und auf der rechten hatten wir einen Minuspol. Ja, und das hilft uns auch gleich bei unseren Beobachtungen. Ich würde vielleicht mal auf der linken Seite anfangen. Da gab es sowas wie Schlieren hier in diesem Bereich. Und die sind irgendwie nach unten gesunken und haben sich da gesammelt. Farbe, ich würde es mal als gelblich-bräunlich einsortieren, je nach Konzentration. Ja, und auf der rechten Seite am Minuspol ist irgendwie so ein leicht silbrig-weißlicher Belag erschienen. Und unten hatten wir so Härchen. Naja, Elektroden waren nicht so spitz wie hier bei mir, aber im Grunde genommen hat es ähnlich wie dieses ausgesehen. Ja, bis jetzt läuft es ganz gut. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was das ist und was da überhaupt passiert. Und dazu habe ich euch unten so ein paar kleine Hilfen aufgeschrieben, damit ihr mit dem Versuchsprotokoll nicht ganz so alleine dasteht. Also, wir sollen die Ionen einzeichnen in die beiden Halbzellen. Ja, das müssen wir doch wohin kriegen. So, Richtung des Elektronenflusses haben wir auch und Bewegungsrichtung der Ionen. Ja, das müsste ja wohl so sein, dass hier diese Anionen sich zur Elektrode begeben, weil die ja positiv geladen ist. Und hier wird es ja wahrscheinlich ähnlich sein, dass die Zinkkationen sich hier zu dieser Elektrode begeben. Die müsste dann ja auch Kathode heißen. Ja, und jetzt steht es da schon, welche chemischen Vorgänge laufen an den beiden Polen ab? Dieses bräunliche Zeug, ja, was könnte das wohl sein? Brom ist ja bräunlich. Und wenn die Bromidionen da schon hinlaufen, dann liegt es ja super nahe, dass da vielleicht Brom entsteht. So, und da müssten dabei ja zwei Elektronen freigesetzt werden. Von jedem Bromidion eins. Andere Seite, dieses feste, gräuliche Zeug, was da entsteht, wenn die ganzen Zink-2-Plus-Teilchen ankommen, das wird ja vermutlich Zink sein. Und dazu benötigen wir noch zwei Elektronen, denn das Zink ist ja, die Zink-Ionen aus der Lösung sind ja zweifach positiv geladen. Die kommen rüber und zwar vom Brom. Gepumpt durch die schöne Spannungsquelle. Ja, das kriegen wir ja auch in eine Reaktionsgleichung wohl rein. Und auf der anderen Seite müsste das so aussehen. So, dies hier ist Elektronenaufnahme, also Reduktion. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Oxidation als Elektronenabgabe. Dann müsste dieses hier die Donatorhalbzelle sein. Und hier entsprechend die Akzeptorhalbzelle. So, vielleicht einmal als Redoxgleichung hier drunter. Pfeil fein in der Mitte. Ne? Ordnung muss sein.
Ja, jetzt noch die Begriffe Anode und Kathode. Also auf der rechten Seite die Reduktion. Ah, da hatten wir doch mal das mit dem kleinen roten Auto. Red K, also bei der Reduktion, wo die Reduktion abläuft, haben wir die Kathode. Das heißt, dieses hier müsste die Kathode sein. Und auf der anderen Seite entsprechend die Anode. Die positiv geladenen Ionen hier, dieses Zink-Ion zum Beispiel, die nennt man ja auch Kationen. Wenn ich das vergessen habe, steht auch auf der Wasserflasche drauf. Und die wandern immer zur Kathode und das tut das Kation, also scheint diese Zuordnung zu passen. Hervorragend. Und jetzt steht da unten, wo befinden sich Zink und Brom in der Spannungsreihe? Was fällt dir auf? Ja, was fällt uns da auf? Also Zink ist ziemlich unedel, minus 0,76, da befindet sich das. Und Brom ist entsprechend ziemlich edel, weit im positiven Bereich. Ja, soweit so gut. Was fällt uns auf? Obwohl das Zink so unedel ist, wird das hier in dieser chemischen Reaktion reduziert. Und ganz anders als das sonst immer war, wird das Brom, obwohl es so edel ist, oxidiert und bildet die Donatorhalbzelle. Das war vorher immer genau andersrum. Und das ist auffällig und das sollten wir auch eben aufschreiben. Boah, ich habe mal ein bisschen abgekürzt am Ende. Obwohl das Zink viel unedler als das Brom ist, wird es in diesem Experiment reduziert. Das ist genau umgekehrt wie beim galvanischen Element. Welche Rolle spielt die Spannungsquelle? Die Spannungsquelle muss ja wohl die Ursache dafür sein, dass die Reaktion in dieser Weise abläuft. Denn ansonsten hatten wir an dieser Stelle immer einen Voltmeter zum Beispiel oder einen Verbraucher. Und dann sind die Reaktionen genau umgekehrt abgelaufen. Also das ist bestimmt das Bauteil, was hier die Energie reinsteckt, damit die Reaktion so ablaufen kann, wie sie abläuft. Und jetzt die Königsdisziplin. Was könnte der Begriff Elektrolyse bedeuten? Das deutet ja schon auf den roten Kasten hin. Oh, da unten ist auch sowas. Ich glaube, das sollten wir uns mal eben anschauen. Ja, passt bei mir nicht mehr auf den Zettel drauf. Müsst ihr vielleicht auch ins Heft schreiben. Eine Elektrolyse, oh, Fachwort am besten ein bisschen unterstreichen, ist eine erzwungene Redoxreaktion. Oh, ich glaube, das ist schon das Wichtigste gleich im ersten Satz. Die von der Stromquelle zugeführte Energie wird als chemische Energie gespeichert. Hier vielleicht noch ein Komma, ja, lieber in Blau. Ja, das ist es, wobei es bei der Elektrolyse geht. Das sind keine Reaktionen, die freiwillig ablaufen, so wie im galvanischen Element, sondern die müssen erzwungen werden und zwar mit Hilfe einer Spannungsquelle. Ja, und die führt Energie hinzu, weil die Reaktionen ansonsten nicht freiwillig ablaufen würden. Schön. In der schönen Kiste steht halt auch noch, dass die Energie gespeichert wird. Das deutet so ein bisschen auf einen Akku hin, der speichert ja Energie beim Aufladen. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns vielleicht im nächsten Video an. Beste!